Und jetzt nächste Gelegenheit für die Löwen. Pfosten von Ruppranta. Spiel aber vorher schon abgepfiffen. Das war wohl abseits. Ja, ich glaube, Ranta. Hier nochmal die Szene von gerade eben. Mal gucken, ob man doch irgendwann Richtung Tor springt. Ja, Humphreys da mit der Chance. Max Eisenmenger zu Fall bringt. Hier sehen wir den Schlagschuss von Alexander Heinrich. Den Hertel parieren, aber nicht festhalten kann. Springt da aus dem. Nächste Gelegenheit. Kuhn lässt prallen. Und knapp an den Außenpfosten. Die Situation ist noch heiß. Noch nicht abgepfiffen. Jetzt abgepfiffen. Schiedsrichter zeigen an, kein Tor. Da brauchen wir, glaube ich, eine Übertorkamera, um das aufzulösen. Da war Jerry Kuhn total out of position. Hat er seinen Torraum kurz verlassen. Kann den Schuss hier von Suvanto nicht festhalten. Geht dann beim Rebound von McCauley nach. Das war die falsche Übertorkamera. Dann springt die Scheibe nochmal vor das Tor. Ja, Kuhn da ein bisschen unsicher hinterm Tor. Gerade nochmal gut gegangen. Auch wenn sich Kassel nicht befreien kann und das 1:0. Direkter Start für die Löwen Frankfurt. 35 Sekunden im zweiten Durchgang gespielt und dann war es Stephen McCauley, der den Puck da in den Maschen unterbringt. Turnover von Corey Torino. Verliert die Scheibe im eigenen Drittel. Die Scheibe springt zu McCauley und er nimmt ihn aus der Drehung und schiebt ihn durch die Hosenträger von Kuhn. 17. Saisontreffer von Stephen McCauley und das ist mal ein Start. Jimmy Hertel 91,3 und Patrick Klein ebenfalls über 90. Also das sind schon klasse Werte. Aber jetzt der Ausgleich für die Kaslaskis durch den Topscorer Ben Duffy in der 22. Spielminute. Da kriegt er irgendwie die Scheibe über Jimmy Hertel drüber. Das war wie im Pressschlag, nur dass er einen Ticken früher dran war und deswegen springt die Scheibe über Hertel. Und dieses Powerplay ohne Tor zu Ende gehen. Ja, zu zentral davon Buchwieser. Und Jimmy Hertel, Stürzer. Das ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung, hinten auf dem Tor rauszugehen. Aber dafür macht er es vor der Linie besser. Aber da fällt das 2:1 für die Kaslaskis in der 30. Spielminute. Interessant bei diesem Tor ist, dass Icing angezeigt wurde. Jimmy Hertel verlässt sein Tor, hebt das Icing auf und verliert dann seinen Stock. Und so entsteht erst diese Situation. Und der Bauerntrickversuch von Trevino ist dann erfolgreich. Neuntes Saisontor insgesamt. Der Stock da von Faber. Und jetzt die Gelegenheit für Max Eisenmenger. Tor! 2:2 in der 32. Spielminute. Der Verteidiger von den Huskies ist gerade beim Wechseln. Dadurch entsteht diese Lücke. Eisenmenger kriegt den Puck und lässt beim Break Kuhn keine Chance. Und somit haben wir wieder ein ausgeglichenes Spiel. 12. Saisontor für Maximilian Eisenmenger. Jetzt lauft durch Justin Kirsch jetzt. Legt gut ab in die Mitte. Und die erneute Führung für die Kassel Huskies. In der 35. Spielminute.
Der Schuss von Justin Kirsch wird geblockt. Er kriegt daraufhin wieder die Scheibe, legt mit der Rückhand vor das Tor und findet Trevino im Slot. Und der schweißt ihn in den Winkel ein. Und jetzt Kontergelegenheit, aber Magnus Eisenmenger da zu langsam. Nimmt aber Kuhn die Scheibe weg! 3:3 Ausgleich! 43. Spielminute! Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es das Geburtstagskind Manuel Strodel. Kuhn kriegt die Scheibe nicht weg, kann sich nicht entscheiden, wo er sie hinspielen soll. Verliert sie an Magnus Eisenmenger. Er spielt auf Strodel und er ins verwaiste Tor. Da sah Kuhn nicht gut aus. Ja, ähnlich wie es vorhin Jimmy Hertel passiert ist. Da ein bisschen unkonzentriert hinterm Tor gewesen. Darüber ärgert er sich jetzt auch gerade. Kopfschütteln bei Kuhn. Dann den Puck abfangen. 3:2 Konter jetzt. Für die Löwen. Und Tor! 4:3! Für die Löwen Frankfurt! Die Löwen kommen schnell in die Zone der Huskies. Max Eisenmenger sieht Steve McCauley und der legt nochmal an den langen Posten, wo Mitchell nur noch den Schläger reinhalten muss. Und die Führung für die Löwen erzielt. 14. Saisontor für den Kapitän der Löwen Frankfurt. Moser. Duffy. Wieder Moser. Hertel ist da. Riesensave von Jimmy Hertel. Das Tor war verwaist. Kommt da gut rüber. Und macht sich ganz lang. Wenn Moser die Scheibe hochkriegt, schlägt sie ein. Aber flach war der Schoner von Jimmy Hertel da. Starker Post-to-Post-Save. Er hat schon wieder. Duffy. Humphries legt gut ab. Sie machen das Spiel jetzt eng. Duffy mit der Chance. Hertel ist da. Wo ist der Puck? Im Tor. Nein, abgewunken. Treffer zählt nicht. Austin Carrolls Treffer. 1:02 vor dem Ende. Zählt nicht. Das wird mit Sicherheit Videobeweis geben. Es wurde auch nicht angezeigt, warum das Tor nicht gegeben wird. Jetzt gibt es die Ehrung zum Spieler des Spiels beider Mannschaften. Natürlich ist es bei Kassel Corey Trevino. 2 Tore und auch ansonsten ein klasse Spiel gemacht. Und Geburtstagskind Manuel Strodel wird Spieler des Spiels auf Seiten der Löwen Frankfurt. Für die Huskies, ich habe es vorhin schon mal gesagt, geht es jetzt am Sonntag zu Hause gegen Freiburg weiter, während die Löwen zu den Eislöwen nach Dresden reisen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.